Yo Leute, Dero ist am Start. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Next Car Game oder auch unter dem neueren Titel jetzt vielleicht schon mehr bekannt, Wreckfest. Es gab ja vor 3 Tagen das Update, wir haben ja schon einmal reingeschaut. Unter anderem gibt es auch noch eine neue Destruction Derby Arena, die müssen wir uns noch angucken. Und es gab jetzt noch ein Update heute, also wirklich heute. Ich weiß jetzt nicht, was da geändert wurde, weil dazu gab es leider kein Changelog. Kann ich leider nicht sagen. Tut mir leid erstmal, dass ich das nicht sagen kann. Hätte ich gerne gewusst, was da geändert worden ist, aber ja, ist leider nicht. So, ich würde sagen, wir gucken uns heute auf jeden Fall noch die neue Strecke an, beziehungsweise die neue Destruction Derby Arena. So, gucken wir mal eben, welche war das nochmal? Speed Bowl. Da haben wir Last Man Standing, Deathmatch haben wir. Ich würde sagen, wir machen, Team Deathmatch ist auch, glaube ich, neu. Last Man Standing. Machen wir ja mit 23 Gegnern. Wetter gibt es ja bisher leider nur 2. Ist aber auch nicht weiter schlimm, denn das kommt ja nach und nach. Also, neue Destruction Derby Arena. Ich bin gespannt, ob da irgendwelche, ja, ich sag mal, neuen Sachen sind im Vergleich zu den anderen. Irgendetwas mit Abwechslung oder die Art und Weise dieser Arena, wie auch immer. Das weiß ich so auch noch nicht. Das werden wir sehen. Ah, okay, wir sind hier. Alles klar. Das heißt, wir können eventuell auch die Strecke umfahren. Das muss ich jetzt mal direkt austesten, bevor wir uns jetzt hier ins Chaos stürzen. Kann man hier, ja, Tatsache, man kann hier tatsächlich rumfahren. Dann hätte ich es auch cool gefunden, wenn man ein Rundkursrennen auf einer kleinen Rundkursstrecke, so ähnlich wie bei der Stocker Crash Challenge von TV Total, so eine kleine Strecke, das würde ich mir auf jeden Fall noch wünschen für so ein Destruction Derby, ja, wo man sozusagen wie das Rodeo beim TV Total Stocker Crash Challenge. Sowas in der Art. Das würde ich mir auf jeden Fall noch wünschen. Das finde ich sehr cool. Aber da muss man mal sehen, vielleicht kommt sowas ja noch. Oder vielleicht ist sowas ja auch modbar. Ich weiß nicht, wie community-freundlich beziehungsweise wie mod-freundlich das Spiel sein wird. Dazu habe ich leider überhaupt noch nichts gehört. Vielleicht wisst ihr das ja. Wurde vielleicht mal ein Wort darüber verloren. Ja, das weiß ich nicht. Wir schauen jetzt erstmal, dass wir hier irgendwie, ja, so lang wie möglich überleben. Da muss man immer aufpassen. Ne? Man muss zwar versuchen, die anderen aus dem Rennen zu boxieren, aber so, dass das eigene Auto möglichst, ja, möglichst wenig Schaden erleidet. So, da haben wir schon den ersten Ausfall. Da so ein kleiner grüner, ich weiß nicht, was für ein Wagen das ist oder woran der erinnern soll, kann ich noch nicht mal sagen. Aber einer ist schon raus. Ich habe leider selber noch kein Takedown. Das wird sich aber im Verlauf sicherlich noch ändern. Der sieht ja auch schon ganz nett eingedrückt aus. Ja, es macht auf jeden Fall irre viel Spaß. Die Fahrphysik ist super. Kann man nicht anders sagen. So, da haben wir den nächsten Ausfall. Da qualmt schon einer oder noch einer schwarz. Oder da kommt schwarzer Rauch raus. Das ist ganz gut. Ja, vielleicht als kleiner Tipp für euch, falls ihr das Spiel habt. Ihr müsst mal darauf achten, ob die Fahrzeuge hinten oder vorne den Motor haben. Je nachdem müsst ihr zusehen, dass ihr die an den entsprechenden Stellen halt trefft. Das heißt, wenn der Wagen jetzt, wie dieser ganz kleine, dieser super kleine Wagen, der schon seit Beginn an drin ist, der hat seinen Motor zum Beispiel hinten, dann solltet ihr zusehen, dass ihr wirklich den am Heck erwischt. Ist kein Scherz, funktioniert wirklich. Am besten, ihr macht das dann auch so wie ich ab und zu mal rückwärts fahren. Das macht die KI nämlich auch, das finde ich sehr, sehr gut, dass die KI da taktisch auch unterwegs ist. Denn unser Motor hat schon einiges einstecken müssen. Von daher müssen wir jetzt leider, ja, ich sag immer leider, ein bisschen rückwärts fahren, denn unsere Front sieht nicht mehr so gut aus. So, schauen wir jetzt mal. Wir haben noch 19 Gegner von 23. Jawohl, das war, glaube ich, ein sehr schöner Treffer. Und wir gucken mal, wo wir landen werden. Ich hoffe, dass wir relativ weit vorne landen werden. Und ich hoffe, dass wir so lange wie es geht hier weitermachen können. Denn es macht wirklich super viel Spaß. Es macht einfach Spaß, weil die KI funktioniert so gut. Die fokussiert sich nicht nur auf den Spieler, sondern ja, es zerstört sich auch wirklich untereinander sehr, sehr effektiv. Ich glaube, man kann es hier ganz gut sehen. Da ist der nächste Takedown. Jetzt haben wir sogar nur noch 15 Gegner und es macht einfach irre viel Spaß. So, gucken wir mal. Zack, hier ein Treffer. Ja, da haben wir doch einen Takedown.
Ich habe es gesagt, im späteren Verlauf werden wir sicherlich noch einen bekommen. Und da haben wir ihn. Ja, besser geht's doch gar nicht. Besser geht's doch gar nicht. Ja, ein Takedown, 12 Gegner noch. Mal sehen, vielleicht gewinnen wir das Ding ja hier sogar. Aber es bleibt abzuwarten. Unser Auto ist noch ganz gut in Stand. Zack, den Treffer nehmen wir mal mit. Auch wenn es jetzt hier leider nur so ein, ja, ich sag mal so ein Slam war. Aber wir haben den Takedown Assist bekommen. Habe ich gerade unten links da stehen sehen. Daher weiß ich das. So, jetzt müssen wir aufpassen. Mein Auto ist schon wirklich arg mitgenommen. Gerade hinten links ist es sehr kaputt. Das ist gefährlich. Wir qualmen auch schon hier. Da Rauchentwicklung ist nicht so gut. Mal sehen. Ja, wir haben noch 8 Gegner. Beziehungsweise, ja doch, es sind ja 8 Gegner. Opponents sind hier die Gegner. Mal sehen. So, jetzt müssen wir aufpassen. Hier liegt einer auf dem Dach. Ah, der sieht schon sehr gut mitgenommen aus. Besser auf jeden Fall als wir. Also da sehen wir noch richtig topfit aus im Vergleich zu einigen anderen hier. Aber trotzdem heißt das nicht, dass wir hier gewinnen. So, jetzt müssen wir mal gucken. Ah, der hat seinen Motor vorne. Es hätte jetzt nichts gebracht, wenn wir da einfach reingehalten hätten. So, Konzentration jetzt. Wo haben wir vielleicht ein Opfer? Wir pirschen uns hier von außen an. Ja, mal sehen. Wir brauchen einen frontalen Treffer. Wenn da. Ah, das war so ein seitlicher Slam. Ist aber in Ordnung. Augen auf. Hier haben wir noch einen. Boah, der sieht richtig gut aus. Zack. Und da haben wir einen Takedown. Sehr schön. Das war ein super Treffer auf jeden Fall, dass wir da direkt den Takedown auch erzielt haben. Da bin ich jetzt vorbei. Hier auch. Ja, ist nicht immer ganz einfach. Das Auto lässt sich ja auch nicht gerade besser fahren, wenn es kaputt geht. So, wir haben nur noch 4 Gegner. Jetzt haben wir gleich hier die Entscheidung. Also gleich geht es hier schon um die Podestplätze. Beziehungsweise es geht schon um den ersten Podestplatz. Jetzt wer ausscheidet, ne, der ist leider damit nur noch auf dem 4. Also es geht hier schon um die 3. Position, so gesehen. Wer wird hier, ja, sich einen Platz schon mal wenigstens für den 3. Platz ergattern können oder fürs Podium? Ist ja ganz klar. 4 Autos, wenn nur noch einer ausscheidet, dann, ja, dann haben wir schon hier den ersten oder dann steht schon fest, dass wir hier mindestens einen Podiumsplatz haben. So, und jetzt seht ihr oben rechts, haben wir hier einen Timer, Contact Time. Weil so wird nämlich vermieden, dass man hier die ganze Zeit im Kreis fährt und ja, die KI sich einfach bekämpfen lässt. Finde ich auf jeden Fall gut, dass hier sowas eingebaut wurde. Das macht die Sache auf jeden Fall realistischer. Gibt es, glaube ich, in der Realität auch so. So, jetzt müssen wir aufpassen. Vorne links ist total Schaden. Oh, jetzt haben wir uns hier noch schön verkeilt. Ah, jetzt fahren wir uns hier so ein bisschen fest. So, das geht. Jetzt müssen wir vielleicht wieder ein bisschen rückwärts fahren. Ich glaube, das wäre ganz angebracht. Weil vorne links geht echt gar nichts mehr. Ich glaube, man sieht es auch. Ja, vorne links liegt komplett frei. So, jetzt müssen wir mal gucken, wo haben wir denn hier noch welche? Da haben wir noch einen. Ah, es bleibt spannend. Wir haben weiterhin 4 Gegner. Aufpassen. Wo sind sie? Da. So, dann holen wir doch mal aus. Ah, jetzt kriegen wir wahrscheinlich selber erstmal einen drauf. Oh, ich komme überhaupt nicht mehr vorwärts. So. Zack. Ja. Jetzt wird es spannend. Wir gehen in die spannende Phase. Oh. Ich glaube, das wird nicht so gut für uns ausgehen. Jetzt werden wir hier auch noch verfolgt von diesem Kollegen. So, vorsichtig. Ja, mit vorne rechts möchte ich ihn gerne treffen. Ah, das war übel. Da sind wir dann leider doch nur noch 4. geworden. Schade eigentlich, ne? Schade. Gehen wir mal ins Replay. Denn das lohnt sich auf jeden Fall immer. Achso, das müssen wir... So, zack. Spulen wir mal ein bisschen vor. Geht leider nicht. Doch, geht hier. Da haben wir es. Oh, lol. Oh, lol. Was ist denn jetzt los? Oh, lol. Ich glaube, das ist gerade ein bisschen abgekackt hier. Oh, ja. Ich glaube, ich unterbreche einmal die Aufnahme. Und dann bin ich gleich wieder zurück und versuche das Problem bei Ihnen zu beheben. Anscheinend gibt es dann noch so einen kleinen... Oh, lol. Wo ist er denn? Wie ist er denn da hingekommen? Gibt es noch so einen kleinen Bug, dass wenn man vorspult, dass es dann anfängt oder dazu neigt zu ruckeln? Ich versuche jetzt auch mal hier die freie Kamera, nein, nicht Vollocker, hier, free, die freie Kamera zu bekommen. Finde ich nämlich auf jeden Fall super. So, dann gucken wir mal. Das machen wir wieder mit der Maus. Zack. So, das ging ja hier. So, da haben wir es. Haha. Na, falsche Tasten. So, dann fliegen wir doch mal hier ein bisschen rüber. Achso, auf Leertaste kann man Pause machen. Okay. Die Kamera bewegt sich sogar trotzdem noch ein bisschen. So, ach, die Fahrer müssen wir auch noch ausschalten. Zack.
So. Ja, es sieht doch schon sehr schön aus, ne? Man kann auch reinzoomen. Doch, sehr, sehr schön. Wo sind wir überhaupt? Ich glaube da, ne? Das könnte sein, dass wir das sind. Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht, wer wir sind. Es könnte sein, dass wir das hier sind. Habe ich den so? Nein, nein, das sind wir nicht. Ich weiß es nicht. Wir werden uns, glaube ich, nicht so schnell finden. Das könnten wir auch sein. Das ist auch unser Auto. Das sieht ganz danach aus, als wenn wir das wären. Aber so sicher kann man das bei so einem Chaos nicht sagen. Na, schaut euch das an. Wahnsinn, oder? Es sieht wirklich sagenhaft gut aus. Es sieht sagenhaft gut aus. Boah, also die geben sich hier wirklich den Rest. Sehr schön. Es macht wirklich einen heiden Spaß, sein Auto so auseinanderzunehmen. Weil in welchem Spiel kann man das schon? Zack. In welchem Spiel kann man das schon? Ich glaube, in den wenigsten. So, wenn euch das gefallen hat, ja, und ihr vielleicht mehr davon nochmal sehen wollt oder wie auch immer, dann schreibt es doch einfach mal in die Kommentare. Das lässt sich sicher arrangieren. Ansonsten war es das ja erstmal an dieser Stelle. Es gibt leider noch nichts Neues mehr. Oder was heißt leider? Es gab ja nur so ein kleines Update. Ich weiß, wie gesagt, auch nicht, was gemacht wurde. Es gab keinen Changelog. Vielleicht nochmal eine kleine Optimierung zum vorherigen Update. Man weiß es nicht. Ja, aber wenn ihr noch mehr davon sehen möchtet, dann könnt ihr das gerne in die Kommentare schreiben. Beziehungsweise euch einfach melden. Ja, wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben. Könnt ihr auch gerne in die Kommentare packen. Oder ihr lasst sogar ein Abo da, wenn ihr mehr davon sehen wollt. Ansonsten verabschiede ich mich an dieser Stelle. Ich bin raus, euer Dero. Macht's gut. Bis dann. Ciao.